So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier in der Underworld Arena Level 1 von Shadowverse Champions Battle, wo wir hier unterwegs sind in dieser zwielichtigen Umgebung, um Informationen über Ray zu kriegen. Weshalb hat er, sagt, den Shadowverse Club verlassen? Weshalb ist er zu Obsidian gewechselt? Weshalb? Ja, weshalb macht er, sagt, das jetzt, was er jetzt macht? Wieso zum Henker ist er jetzt so anders geworden? Oder war das, er sagt, die ganze Zeit über sein wahres Ich? Tja, wer weiß das schon. Wir aktuell noch nicht so ganz. Wir wollen Informationen sammeln. Und heute müssen wir gegen Zuo, den ersten Level-Boss, hier in der Underworld-Arena besiegen, um dann Level 2 weiter voranzukommen, um dann gegen die Joubert-Schwestern zu kämpfen und dann auf Level 3 gegen Luka Yonasuki, ein Top-Bloodcraft-Spieler, der wiederum auch auf der Obsidian Academy zur Schule geht und daher auch Informationen über Ray Saotome besitzt. Des Weiteren hatte ich ja gesagt, zuletzt mal ausprobiert, naja, mit einem RuneCraft-Deck. Offscreen habe ich mal versucht, damit zu spielen. Es hat allerdings nicht gerade sehr gut geklappt. Die ganze Sache da mit den verdammten, naja, Zaubersprüchen hier und dort ist mir ein bisschen zu komplex. Daher wollen wir es doch jetzt mal ausprobieren in diesem Part mit einem Bloodcraft. Deck vielleicht. Tja, das wäre doch mal keine schlechte Idee, mal ein Bloodcraft-Deck auszuprobieren. Und probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Aber natürlich müssen jetzt noch mal ein paar klitzekleine Anpassungen kommen. Ja, wie schon gesagt, ein paar klitzekleine Anpassungen müssen an diesem Deck hier noch kommen. Tja, wollen wir da noch mal schauen, ob das Ganze hier denn etwas bringt. Tja, versuchen wir jetzt einfach mal mit diesem Bloodcraft-Deck provisorisch mal ein paar Sachen hinzukriegen. Warte, wir könnten ansonsten auch das Bloodcraft-Deck jetzt vorerst mal kurz ausprobieren an Co. Ja, ein Spiel will ich ja sag machen. This ability gives every follower less words. The Typen. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Diese Fähigkeit gibt also jeden Follower letzte Worte, die 2 Schadenspunkte aussehen kann. Ready when you are.
The hunt is on. Und sieh mal an, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt auch 30 Lebenspunkte. Das hatte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. So ganz richtig einsetzen tue ich das noch nicht. Tja, jetzt wird es auf jeden Fall ziemlich interessant, was ich hier veranstalte. Er holt jetzt auf jeden Fall seine ganze Goblin-Armee heraus. Aber theoretisch könnte ich jetzt verlieren. Unbeliever.
Also jetzt wird's wirklich interessant. Eigentlich? Ja, war zwar sicherlich nicht so geplant, aber... So hätte ich dann jetzt gewonnen. Das war links jetzt ein bisschen schwach gewesen. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall diese komische Viper erhalten. Das ist ja, sag jetzt nicht schlecht. Das ist eigentlich eine gute Karte für dieses Bloodcraft Deck. Mal sehen, was haben wir hier? Na, diese komische Schlange werden wir jetzt so mal aus dem Spiel nehmen. Und stattdessen holen wir dann unsere neue Schlange mal rein. Warte, was ist das? Strike destroys an enemy follower before it can deal any damage in return oder so ähnlich. Ne, das ist nicht interessant. Das hört sich nicht verkehrt an. Wir haben allerdings... okay, die Karte habe ich noch nicht drin. Okay. Gut, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Es fehlt ja noch eine besondere Karte hier drin. Dark General ist nicht schlecht. Die Beschwörung einer Fledermaus ist auch nicht schlecht. Die beiden machen wir mal weg. Wir haben hier doch irgendwo noch bessere Karten gehabt. Direbound. Okay, der Biss des Vampirs ist ja nicht verkehrt. Die Karte vielleicht jetzt raus. Gut, die Vampirfestung nehmen wir auch mal rein. Und ich denke mal, dann würden wir jetzt erstmal wieder mal das Deck abspeichern. So, den geflügelten Teufel haben wir auch mal kurz drin. Dann kümmern wir uns jetzt endlich mal um den Boss der ersten Ebene, Zur. Well, got 1500 coins yet? Ich habe sogar noch mehr Münzen, weil offscreen habe ich auch noch ein paar weitere gesammelt für die nächste Ebene. Aber wir müssen die ja sowieso bezahlen. Are the one who beat Ko. I
was starting to get sick of this level anyway. I'll hunt you down and earn my ticket out of here. So how about it? Ready to rumble? Yep. I'll see you in the battle zone. And don't you even think about running! Whoa! That kid's going up against Zuo Onizuka? Looks like somebody's about to learn a lesson the hard way. Ready or not, here I come! The hunt is on! Shadowverse Showdown! Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir, sag, abschneiden werden mit unserem Bloodcraft-Deck, was wir jetzt gerade mal zum zweiten Mal spielen. Ready when you are. It's hunting time, and you're on the menu! Das ist ja nicht gerade so gut. Das ist jetzt nicht gerade so gut. Er hat jetzt auch mal wieder so eine blöde Taktik drauf. Vielleicht hätten wir jetzt doch eher mal mit Dragoncraft anfangen müssen. Warte mal, Void Song Dragon turns some allied followers, excluding Hellflame Dragon and Amulets, that cost 3 play points or less into Hellflame Dragons. Okay, das ist jetzt doch ein bisschen was anderes, als ich dachte. Haben die dann allerdings keinen Rush? Doch, haben die. Also ich bin jetzt irgendwie nicht gerade sehr damit zufrieden, wie die Sache hier abläuft. Also ich finde die Sache, dass wir ebenfalls so eine Drachenflöte in die Hand kriegen, macht das Ganze jetzt ein bisschen zu einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen Kampf jetzt viel zu einfach.
Höchstwahrscheinlich auch daher, weil ich mithilfe meines Bloodcraft-Decks sehr viele Karten ziehen kann. Jetzt habe ich ja sowieso schon gewonnen. Also das war jetzt ziemlich langweilig. Was ist das? Ein brutaler Drago irgendwas? Fanfare. Wenn zuletzt zwei Follower besiegt wurden, kriegt diese Karte Sturmangriff. Und außerdem, wenn Overflow aktiv ist, kann man also sagt zwei Spielpunkte regenerieren. Ja gut, ich werde die Karte in mein Dragoncraft Deck reinpacken. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, das war langweilig jetzt. Das einzig Gute ist, wir können zum zweiten Level. Alright, I admit it. I lost. You're pretty good. Sonst noch irgendwas? Certainly more than meets the eye. Yeah, you said it. Guess you could say we were the prey all along. I'll be the one to hunt you down next time. So don't get cocky. Here, you can have these for now. Just know, I don't plan on losing to you again. Okay, 800 weitere Umbra Coins. You're on the trail of some guy named Ray, right? Then you'll have to dig deeper. Knock him dead on the second level for us. And show those Joe Bear sisters who's boss. Doubtful. But who knows? Tja, ich habe Zuo besiegt und jetzt geht's weiter zur Ebene 2. Congratulations on defeating Zuo Onizuka. I suppose that means this level has a new champion. I'll unlock the second level for you. You can now access the second level. You're one step closer to the abyss lying in the depths of the Underverse Arena. I'll be waiting for you below. I'm interested to see how far you'll go. Ziemlich schnell. Wir haben 800 Umbra Coins jetzt gekriegt. Dann haben wir sowieso offscreen noch ein paar weitere Coins. Naja, gesammelt. Also die 3000 für den nächsten Ebenenboss. Also für die beiden hier. Well, you finally made it. Kriege ich schnell zusammen. Pretty sure you already know, but me and my sis basically run things here on the second level. Wissen wir. As much as we'd love to play against you right now, that wouldn't be fair to all the other rule-abiding patrons, would it? You ain't ready for us right now anyway. Let's see. How about this? Bring us some Umbra coins, and then we'll talk. Break a leg out there. Not literally, of course. Tja, nix leichter als das. Die 3000 Münzen müsste ich schon fast zusammen haben. Yo, finished? Hab ich anscheinend auch schon. Goodness, you've really outdone yourself. Very well. Let's move on to the next condition. Yeah, all this Umbra coin business is just the rule around here. But we have our own rules too. We don't accept any jobs without proper compensation, you see. Have you heard of Shadow Bahamut? We need you to find that card for us. It's mega rare. Like, there's supposed to be only one in the whole world. If you've really got what it takes, finding it should be a cinch, right? Bring it here, and we'll play you. But if we win, we'll be taking it for ourselves. If you can agree to that, we'll be happy to join you for a match. Tja, also müssen wir jetzt auch noch ein... It's been a while since I really got to let loose. Don't keep us waiting too long, kid. Also müssen wir jetzt ein... Ciao.
Ja, also müssen wir jetzt erstmal eine spezielle Karte noch finden. Tja, also muss ich ja sagt jetzt den Schatten Bahamut finden, bevor ich gegen die Joubert-Geschwister kämpfen kann. Aber wo sollte ihr sagt so eine seltene Karte herkriegen? Mal sehen, das Handy weiß sowieso immer Rat. Hey, etwas reden. Clubraum, gut. Tja, dann werden wir es am nächsten Tag wohl die Antwort finden. That's a pretty tall order. I warned you something like this would happen. The Joubert sisters have no sense of self-control. It's just as well. In fact, this could work in our favor. Surely you jest, Mr. Orange. I still can't say how their stories will unfold. But I have no doubt the outcome will truly be a sight to see. Aber trotzdem, woher kriegen wir jetzt Shadow Bahamut? Oh, Kapitel 8. Der Prinz der Schatten? Ja, und ich kann jetzt nicht aufhören, an Shadow Bahamut zu denken. Okay, ich muss sie irgendwie finden. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Kapitel 8 sich immer noch um das Underworld-Ding dreht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Kapitel 8 die National Championship sein. Something on your mind, kiddo? I guess youth isn't all sunshine and rainbows. But keep your head up. I'm sure the answer will come to you sooner or later. Remember, no one truly fights alone. Yeah, that was corny. But I meant it. Anyway. See you around. Ja, bis dann und ciao. Aber trotzdem, woher kriege ich jetzt diese Karte? Na gut, erstmal hier mit Hiro sprechen. Haben wir hier dann eigentlich noch irgendwas zu erledigen? Nein, hier habe ich alles offscreen erledigt. Aber eine andere Sache, die ich jetzt tun muss, ist erstmal in unserem Dragoncraft Deck diese 4-Sterne-Karte reinzutun. Achso, das aktiviert sich bloß, wenn Overflow aktiv ist. Okay, die Drachenrufflöte mache ich mal weg. Und dann nehmen wir diese Karte mal rein. Ich denke mal, das Dragoncraft Deck mache ich auch als allererstes mal wieder zu unserem Hauptdeck. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir jetzt hier auch noch einen Hinweis für Shadow Bahamut. Muss ja eigentlich auch so sein. There you are. Please take a seat. Wird das jetzt eine Intervention? Was ist denn los? Was habt ihr denn alle? There's something Kai and I need to say to you. You see, well, we're so sorry. Please forgive us. Vergeben und vergessen. It's so hard doing everything on your own. We should have realized sooner.
We're all supposed to support each other, and yet we let you down. Tut mir leid, ich verstehe nur Bahnhof. Oh, right, you must be so confused. See, the thing is, we realized something yesterday. Yo! Huh? Aren't we missing somebody? Now that you mention it, we have been short a club member at our last few meetings. Yeah, wonder what's up? Probably food poisoning or something, like what happened with Kai in the Bronze Cup, you know? I highly doubt that. And besides, that wasn't even... never mind. I wonder if it's got something to do with Rey. Yeah, you might be onto something. Maybe we were kept out of the loop so we wouldn't worry. Oh no, I bet it's because of that fight the other day. This is all our fault! We gotta apologize tomorrow, right, Kai? Yes, I couldn't agree more. It might be a little confusing if you two suddenly start apologizing out of nowhere. Let's start practicing right now! We gotta make this the best apology ever! Right. And then they spent the rest of the afternoon saying sorry to each other. I'm guessing you were holding out because you didn't want to make us worry after that stupid fight. But you shouldn't have to carry the burden alone. Basically what they're saying is, we always got your back. So don't be scared to ask for help, you know? Yeah, that's right. Na, wenn das so ist, dann sollte ich sag euch beide viel, oder euch alle vielleicht mal darum bitten, mir zu helfen mit der Shadow-Bahamut-Karte. Und ich sollte euch vielleicht über die Underverse-Arena aufklären. Gut. You went to the Underverse-Arena to find Rey? And you already made it to the second level? But you can't play against your next opponent yet. Because they want you to find some Shadow Bahamut card? One person can only handle so much at a time. This couldn't have been easy for you. Seriously, you're like a machine, you know? I want to go to the Underverse too! There's gotta be a ton of secret pros there, right? Let me at 'em! Da solltest du vielleicht nicht hin. It certainly does sound intriguing. Then how about we go check it out today? You guys, we can't do that. I mean, all of us going together might be a bad idea. It's supposed to be a really shady place, remember? Oh yeah, I totally forgot. My apologies. I let my enthusiasm get the better of me. A large group would draw too much unwanted attention. You'll have to continue playing in the field alone. Oh man, what are we supposed to do then? We could look for the card, you know. I suppose that would be the next best thing. Und was soll ich machen? I've never even heard of Shadow Bahamut before. What about you guys? I've only heard the name mentioned in passing. Rumor has it the card is extremely rare and can't be obtained through ordinary means. How the heck are we gonna find it then? I'm not sure at this point. In the meantime, we should try and gather as much data as we can. Ja. Ihr wollt mir wirklich helfen? Huh? What are you talking about? Of course! In the Shadowverse Club, we're not just friends, we're a team! And you're always putting yourself out there to help us. Only makes sense for us to return the favor once in a while. I am a genius among geniuses, after all. I assure you my assistance will prove to be useful. See? Told you we got your back. Yeah.
The average Shadowverse player probably has no idea this card even exists. In other words, we'll just have to ask the best players for help. Correct. Perhaps we should consider asking some of our opponents from previous tournaments. Somebody we played in a tourney, huh? Ooh, what about that Marcel guy? He was pretty good. Question is, where would a chef hang out? My guess is the shopping district. I mean, that's where all the food is, you know. Good call! Okay, guys, let's get out there and get searching!